Herzlich willkommen, Freunde, zum neuen Video. Es geht direkt weiter hier mit dem Silvestervlog aus Barcelona. Wir laufen gerade aus dem Stadion raus. Fließender Übergang von Video zu Video und ich bin immer noch komplett im Loch. Mashallah, dieses Trikot. Wie heißt du? Jan. Zeig mal von hinten. Ja. Die nächsten Zuschauer getroffen. Zeig mal bitte dein Hintergrundbild. Ich hab's schon gesehen. Ja. Ciao, gell, Jungs. Guten Rutsch. Tschüss, ciao. Wir laufen jetzt in Richtung Hotel, aber das ist knapp 7 Kilometer entfernt vom Stadion. Aber jetzt ist halt sehr schwer, hier irgendwie ein Taxi zu kriegen direkt danach. Ui, richtig leckere Sandwiches plus noch Eistee. Ich bin mal so gebrochen von diesem unnötigen Unentschieden. Ich habe so schlechte Laune. Ich muss erstmal kurz verarbeiten vorhin und dann feiern wir zusammen ins neue Jahr. In 7 Stunden haben wir schon 2023. Lego. Ist auch so. Ich sag auch immer, Barca ist so das europäische Los Angeles. L.A. ist ja meine Traumstadt, weißt du. L.A. ist halt viel, viel riesiger, Bro. Und ist halt extrem dreckig auch und viele abgefuckte Ecken. Hier ist so schon ein bisschen besser, aber ist Geschmackssache. Unser Hotel spielt auch ein wenig schon da hinten raus. Mati sagt schon, er will Probetraining machen bei Espanyol, zweite Mannschaft und dann hochkämpfen. Senor, con tarjeta, porfa. Mati, Brudi, wir müssen jetzt kurz nach vorne laufen und dann siehst du das erste Mal. Oh Gott, ich habe noch nie mehr gesehen so. Ich weiß, Bro. Ich geh jetzt rüber. Boah, Leute, der Himmel sieht gerade zu geil da hinten aus. Dann auch mit dem Wasser. Boah, ich liebe Barcelona, Leute. Ich war hier schon so oft, aber es ist trotzdem jedes Mal aufs Neue so geil. In diesem Vlog gehen wir auch noch zum offenen Training vom Barca. Das ist übermorgen. Das seht ihr auch alles hier in diesem Video. Unser Zimmer ist genau da außen, 11. Etage. Irgendwo da ein Fenster davon. Dann gucken wir da quasi runter. Okay. Der Lounge-Bereich hier unten im Hotel ist auch richtig entspannt. Da werden wir uns gleich auf jeden Fall hinpflanzen. Lass erstmal hochgehen, Bro, ein bisschen ausruhen und dann gehen wir. Hey, Mati, ich würde uns auch so heftig da beim Pool unten sehen, gell? Später spazieren wir dann dort entlang, Freunde, und ganz dort hinten gehen wir dann dort in eine Diskothek. Das ist das Geilste, schau. Du kannst hier jetzt die Vorhänge per Knopfdruck aufmachen. Am Morgen, Bro, siehst du perfektes Meer, Digga, mit Sonnenaufgang und so. Ich probiere jetzt erstmal die Barca-Trainingsjacke an, die Mati mir geschenkt hat. Aber das kaschiert so richtig, gell? Man denkt, man hat so voll die sportliche Figur. Super, super. Mach nochmal Sü. Aha. Der Goat. Wir müssen dieses Barca-Lied anmachen von Raf Kamura. Dieses 2CB. Barca. Luft der Letsch wie er nie. Gestern Barca. Gestern Barca. Haaland hat einfach wieder ein Tor gemacht. Er hat doch vor 2 Tagen gefühlt schon wieder einen Doppelpack erzielt. Ich muss es immer wieder sagen, dieser Mensch ist nicht von dieser Welt. Wenn der so weitermacht, Freunde, könnte er wirklich mal irgendwann Ronaldo oder Messis Torrekorde brechen. Matti hat eben so, ey Anton, kann ich Schlafensmusik anmachen, weil wir wollen so ein kleines Nickerchen machen. Auf einmal höre ich das. Matti, willst du mich eigentlich verarschen? Boah, das ist doch keine Schlafensmusik, Bro. Da kriege ich Aggressionen. Jetzt bin ich wieder wach, Digga. Marcel ist einfach auch da. Immer. Leute, wieder der größte Zufall. Er schreibt mir einfach, Anton, bist du auch in Barcelona? Ich so, ja, Bro, hast du irgendwas vor schon? Ich so, nein, Bro, ich weiß nicht. Aber ey, Schicksal, kein Zufall. Digga, wärst du aber sonst komplett alleine gewesen am Silvester, oder wie? Ja, sag ich natürlich die gleiche. Okay, alles klar. Unsere Silvester-Outfits, also ich glaube, Marcel hat es schon am meisten gekillt. Matti auch sehr fresh mit dem karamellfarbigen Hemd. Ich einfach nur mit diesem Giftgrün. Pistazio. Oh, Matti mit seinem Louboutins oder was? Mashallah. Ja, der hat was vor. Ich hab mies was für. Im Hotel können wir unten nichts essen, da ist alles nur noch mit Reservierung und wir sind viel zu spontan dran, Leute. Wir laufen jetzt richtig lost um 21 Uhr erstmal irgendwo entlang und suchen etwas. Um 23 Uhr steppen wir dann später noch in den Club hinein und wir sind jetzt insgesamt 11 Leute. 8 Kollegen noch von Matti, die auch zufällig in Barcelona sind. Auch alles Fußballer oder noch ehemalige NLZ-Spieler. Also wird doch wieder witzig. 11 Jungs, Digga. Das kann ja was werden. Oh, was haben die hier denn für eine geile Sandburg gebaut? Die sieht aber auch sehr, sehr cool aus. Alter, was ist das für ein Drache, Mann? Scheiß mal auf Silvester, ich finde die Sandburg viel geiler. Ich zensiere das eh, Bro. Und dann. Nein, Bro, wie geil schaut der Drache aus? Guck mal. Die erste Berührung. Matti mit einer Palme. Und? Ist schön? Ja. Dieser Club-Eingang sieht aber auch sehr, sehr fresh aus. Hier gehen wir nachher rein. Der Club heißt Opium, aber wir sind immer noch auf der Suche nach etwas zu snacken. Hier sind halt insgesamt bestimmt 5, 6 Clubs nebeneinander. 2, 3, 4 und dort dann noch um die Ecke mehrere. Oha, einfach mit Rolls Royce hier am Start. Wir können probieren halt dort hinten an der Ecke im Olympischen Hafen was zu essen, aber sonst... Ich habe wirklich Angst vor Lebensmittelvergiftung, gell? Da ist niemand drin, Bro. Schönes, festliches Silvesteressen. Hola, amigo. Wir tomo un beef pastrami bagel. So, Anton, erzähl uns mal, was du dir hier bestellt hast. Also ich hatte kurz Hoffnung vor der Theke, aber es schaut echt bodenlos aus, oder? Andere gehen so richtig schick, Restaurant, so, Bro. Egal, es hat auch mal was, oder? Probier mal. Geht schon, gell?
Hauptbahnhof essen. Ja, das tut's gut. Aber ich hab hohe Ansprüche. Sorry. Was mein Vater mir gerade eben einfach für ein Bild auf WhatsApp schickt. Dieser typische Papa-Humor. Mattis Mama schickt ihm einfach dieses Video. Was steht da, Bro? Wenig Arbeit und so macht Party ein bisschen früher, Bro. Nice. Kennst du diese Freunde, die dann so schreiben, guten Rutsch, alles Gute, frohes Neues? Und dann leiten sie einfach diese Nachricht an alle Kontakte weiter? Du weißt, es ist nicht persönlich, einfach an jeden geschickt. Digga. Aber das Schlimme ist, die kriegen meine Hand zurück. Kleine Planänderung, wir laufen wie so Falschgelder hier rum, weil mein erster Pipe 1 nachts reingelassen wird. Also chillen wir jetzt hier im Sand und warten auf das Feuerwerk und dann geht's los. Leute, das ist aber echt cool gemacht. Man geht quasi von oben in den Club hinein, die Treppe hinunter und das ist der Außenbereich. Und wenn man dann irgendwie rausgeht, kurz frische Luft schnappen, dann kann man auch quasi direkt in den Sand hinein. Seht ihr diese Schlange vom Club? Das ist ja geisteskrank. Die geht bis ganz da nach hinten. Oh mein Gott. In 20 Minuten rutschen wir ins neue Jahr hinein. Hey, gemeinsames neue Jahr mit dir. Die ersten paar Raketen werden schon in die... Oh, schön. Ein paar Minuten nur noch, Freunde, und ich wünsche euch jetzt schon mal einen wunderschönen, guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bedanke mich bei euch allen für das, ja, mit Abstand krasseste YouTube-Jahr meines Lebens. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen, wie gesagt, mein 10-jähriges YouTube-Jubiläum und ich hoffe auf weitere 10 Jahre mit euch allen da draußen. Viel Erfolg, viel Gesundheit an euch alle und es geht immer weiter. 5, 4, 3, 2, 1, go! Wir werden jetzt zu unserem Tisch gebracht, Freunde. Ich zeige euch jetzt gleich noch unseren Bereich. Und dann wird ordentlich gefeiert. Hier ist quasi eine Tanzfläche. Und rechts ist dann die große Tanzfläche mit DJ. Ist schon ein sehr, sehr cooler Laden. Wir haben quasi Hüte bekommen. Dieses Jahr werden wir La Liga gewinnen. Den Toilettenbereich hier unten haben sie aber auch komplett neu gemacht. Sieht richtig abgespaced aus. Ja. Vamos, chiquitos. Mati auch am Start. Bra. Das erste Essen im neuen Jahr. Hier solche leckeren Burgies, Pommes noch, Wasser, Latte Macchiato, dann noch solche kleinen Snacks. Ist aber sehr entspannt hier, Freunde, im Hotel unten im Erdgeschoss. Man sieht auch so ein bisschen das Meer da drüben rausspähen. Krass, wie viele einfach am 1. Januar am Strand sind, gell? Tagsüber, Leute, ist ja auch wirklich Maximum. Das hätte ich nicht gedacht, Leute. Was ist das für eine Kombi? Frankie de Jong, Christensen, Sergio Roberto und Robert Lewandowski haben zusammen Silvester verbracht. Das ist so geil. Man kann einfach von hier beobachten, wie die Flugzeuge Barcelona anfliegen. Ich fange jetzt an, den Stadionvlog zu schneiden, den ihr aber jetzt schon gesehen habt mittlerweile. Und Mati macht sich ready, geht jetzt unten laufen und ins Gym. Nächster Tag, ich hatte so Struggle, Freunde. Ich habe bis 7 Uhr morgens ein Video geschnitten. Mati, wie lange habe ich geschlafen? 90 Minuten, nicht mal. Nicht mal. Hier ist so ein Kinderspielplatz aufgebaut, keine Ahnung, da ist ein Speedrun. Egal. Digga, ich dachte, das ist voll. Ich dachte, das ist so eine harte Kugel, weißt du? Mama Paramitas? It's for kids. I wanted to have fun, you know? Es ist heute nämlich Tag der offenen Tür im Camp Nou. Die Spieler der ersten Mannschaft trainieren auch schon drin im Stadion. Deswegen kam... Ja. Beim letzten Vlog, Freunde, waren wir auch endspät dran. Heute kann Matti sich auch alles in Ruhe angucken. Was ist hier? Hier kann man so runterrutschen mit Reifen. Oh, das fühle ich aber auch. Mann, ey. Stell dir vor, Bro, man ist Kind und spielt hier einfach. Da sind Tischtennisplatten mit Fußball auch. Geil! Hier zocken die auch in so einem Käfig mit Netzen. Forza Barça! So ein öffentliches Training findet nur einmal im Jahr statt. Man konnte sich einfach Tickets kaufen für, ich glaube, 3 oder 4 Euro. Und ja, wir gehen halt sehr, sehr viele Familien heute hin. Ranzig, sagst du? Ja, Bro, was erwartest du? Was denkst du, wie so das Stadion renoviert wird? Das ist hier eine Bruchbude schon überall. Ist der Barça? Alles gut? Ich hab hier den süßesten Fan getroffen, Yusuf. Hallo. Leute, abonniert und liked Miska Barça. Oh. Ich hab ihm das nicht gesagt, was ich sagen soll. Das war freiwillig. Okay. Tschüss. Sieht hier aus wie bei einer Bios-Lagerhalle. Das hat doch auch Charme, verstehst du? Das ist alles hier so geschichtsträchtig. Es ist schon heftig gefüllt. Wir sehen ja gar nicht den oberen Rang gerade. Dort drüben sind auch noch ein paar in der Gegentribüne. Hier zum Beispiel fühle ich es nicht so zu sitzen, Bro. Weil wenn du unter diesem Dach bist, ist es nicht so geil. Du siehst gar nicht die ganzen Menschenmassen. Barca beginnt das Training mit einem 3-Farben-Spiel, hat Mathe mir gerade eben erklärt.
drei Teams und einfach nur Ballbesitz üben, gell? Und auf der linken Seite des Feldes macht Ter Stegen gerade hier ganz normales Torwarttraining mit dem ersten und zweiten Torhüter noch. Xavi ist auch am Start, gibt ein paar Anweisungen gerade. Die Verlierermannschaft muss gerade Liegestützen machen, Madik. Jetzt wird 4 gegen 4 gespielt auf der Seite. Hier Araujo sehen wir endlich mal wieder. Und die Gruppe macht ganz lockeres Action, also die lassen es heute sehr ruhig angehen. Aber ich glaube sowieso, viele Spieler sind noch verkatert und ja. Wollen sich natürlich auch nicht gegenseitig verletzen. Aber die Spieler haben Spaß, haben alle ein Lächeln drauf. So muss das sein. Dembélé macht da auch irgendwelche Flaxen mit Serafinha. Die müssen doch manchmal auch so Strafe in die Kasse zahlen, oder? Wenn die gepannert werden. Bei den 1000 Euro. Echt jetzt? Was probiert der Lever? Crossbar oder was? Oh, oh, oh! Hey, Roman! Lewandowski! Lewandowski! Lewandowski, ja! Jetzt fliegt er auch! Pedri und Lever verstehen sich extrem gut. Die pöbeln die ganze Zeit rum, jonglieren miteinander. Jetzt auch Pedri spricht Chöre. Pedri! Die hören einfach gar nicht mehr auf, ne? Die machen das schon seit 5 Minuten, Freunde. Aha. Sag mal, Robert, was hast du denn hier noch für Freestyle-Skills drauf? Oh, nee. Ui, nicht schlecht. Die Spieler chillen gerade, Freunde, unterhalten sich. Und Robert ist so ballverliebt, der kann nicht aufhören, ne? Die ganze Zeit zockt er. Die Spieler schießen jetzt Bälle ins Publikum. Ja! Ja, Jungs! Euer Anzug, ich frag ihn! Ah, er wird wieder vorhin. Die eine ist schon vorbei, war echt eine kurze Session, Leute. Aber ist auch klar, so kurz nach Silvester. Wir gehen jetzt gleich noch in die Stadt, Leute. Ich zeige Mathe noch weiter. Bisschen Barcelona. Mathe, spielt es überhaupt noch mit deiner Würde mit, dass du hier ins Barca-Café mit mir reingehst? Ja. Schwierig, also, gell? Eigentlich gehe ich hier nicht rein, aber ich habe so Hunger, ich muss. Okay. Du weißt schon, dass dieser Mann den UCL-Rekord brechen wird von Ronaldo. Das war's, ne? Dann gibt's nicht mehr hier, ja, am meisten Champions League-Tore und alles drum und dran. Jetzt musst du auch noch einen Barca-Burger essen. Mach mal auf, Bro. Früher war sogar immer das Wappen auf dem Brot oben drauf, aber ich glaube, das machen die heute nicht wegen so vielen Leuten. Nuevo jugador del FC Barcelona, la presentación, the stage is yours. Correct. Selbstverständlich muss ich Matti auch einmal, wenn wir hier schon sind, die alte La Masia zeigen, wo die goldene Generation groß geworden ist von Barca. Zu 1 Million%, Bruder. Messi, Iniesta, Xavi, Puyol hat alle da ihre Hand dran, 100%. Die sind dann von hier mit so einem Bus zum Training gefahren. Die Plätze waren ja woanders. Hier haben die übernachtet, zu Mittag gegessen und alles drum dran. Wir sind danach so. Der Bus zu spät kam, die haben hier so gechillt und so safe. 100%. Die Käse hat keinen Bock auf den kleinen Pisser da, so auseinandernehmen, deswegen kann er nicht mehr schlafen. Was meinst du, wie oft da Messi da drin schon sich Bolognese reingepfiffen hat? Wir haben einen Orangenbaum entdeckt. Boah, das wäre schon schwierig, sich jetzt daran zu bedienen. Das ist eine Maximumpalme. Guck mal, wie dick der Stamm da ist. Tschüss. Ich lese auch die ganze Zeit schon die neuesten Kommentare beim Stadionvlog. Sowas macht mich zum Beispiel mal richtig stolz, Freunde. Ohne Zweifel Stadionvlog Goat. Kuss. Du bist ein Goat. Ach Quatsch. Matti sagt einfach zum kleinen Jungen Hallo Madrid und er zeigt den Mittelfinger. Wir haben eine coole, spontane Idee bekommen, Freunde. Und zwar, nächste Saison kann Barca nicht ein einziges Spiel im Camp Nou bestreiten. Und deswegen müssen sie übergangsmäßig in ein anderes Stadion umziehen. Und wir fahren da jetzt hin, das ist das Olympische Stadion in Barcelona. Mal schauen, wie das da aussieht. Da ist das Camp Nou. Wir fahren jetzt hier hin. Das befindet sich in einem großen Park oder auch quasi direkt am Meer, weil das Camp Nou ist ja schon da ein Stückchen entfernt davon. Wie geil die Strecke auch dahin aussieht, das müsste ein Regierungsgebäude sein. Hier wird Barca einfach nächste Saison in der Champions League in der La Liga spielen. Hier wird es ein Klassiko geben. Ey, ist es offen? Was? Hä? Man kann einfach reinlaufen. Ich dachte, wir filmen nur von außen. Man hat natürlich auch eine Laufbahn, das heißt, man ist als Zuschauer auch etwas weiter entfernt vom Rasen. Aber trotzdem, Digga, hier passen auch knapp 60.000 rein. Ich habe mir das nicht so geil vorgestellt. Ich dachte, es wird voll kacke nächste Saison werden, wenn man nicht im Camp Nou spielt. Aber Bro, für eine Saison ist okay. Diese kleinen Souvenirläden werden dann bestimmt auch zu Barca-Fanshops umgebaut. Und hier werden dann die Essensstände und so sein. Also man kann sich das schon sehr, sehr gut vorstellen alles. Da drüben spielen auch ein paar Palmen heraus und viele Bäume auch hier in der Umgebung. Ich sehe es erst jetzt, da oben sind so richtig
mächtige Statuen aufgestellt. Heftig, wer hier schon alles aufgetreten ist. Michael Jackson, Beyoncé, Coldplay, Shakira, Madonna, AC/DC, Metallica. Das hat man gar nicht auf dem Zettel so gehabt, dass Barca noch ein drittes Stadion hat, ne? Oh mein Gott, wie heftig. Schaut es bitte von der Seite aus, das Olympische Stadion. Da sind die zwei Säulen, wo das Olympische Feuer dann drauf platziert wurde. Also Olympiastadion in Berlin ist auch geil von außen. Ich finde, das hat irgendwie noch ein bisschen mehr Charme, gell? Weil das ist so gladiatorenmäßig. Der Baum schaut ja richtig krass auch aus. Und da ist auch noch ein Brunnen unten. Krass, ich bin wirklich impressed. Also das ist ja wunderschön, wirklich. Estadio Olympique de Montjuïc. Montjuïc heißt der Berg, wo das hier oben steht. Man kann hier auch richtig entspannt spazieren gehen und wir gucken uns jetzt noch die Aussicht an. Verstehe, von hier blickt man quasi in die Stadt hinein, aber ich sehe jetzt keine berühmten Wahrzeichen oder so. Und das Meer wäre jetzt quasi dort hinterm Grünen. Direkt daneben ist auch noch hier dieses fette Schloss. Ich muss gleich mal googeln, was das genau ist. Und ja, hier noch so ein großer Park und man blickt von hier ins Zentrum von Barca. Wir können uns definitiv auf weitere geile Barca-Stadion-Vlogs freuen nächsten Sonntag. Boah, das geht auch hier schon gut tief runter. Da befindet sich eine Kletterhalle. Da noch so ein Footballfeld, da kann man auch multifunktionell nutzen. Genau dieser Spot erinnert mich voll an Lissabon, Freunde. Erinnert ihr euch noch an den Sporting gegen Frankfurt-Vlog? Da war eine Videostelle, die war fast 1:1. Boah, Maximum auch. Burak, wenn du das siehst, du hast mich angesteckt mit deinem Maximum. Hi guys, see you soon. Oh, Matti, er ist schon auf dem Weg nach Saudi-Arabien mit Privatjet. Ist doch egal, ob du 1 Milliarde hast oder 1,4 Milliarden. Warum? Hier ist so auch so ein leichter Favela-Vibe, finde ich. Hier würden meine Kinder so barfuß rumlaufen. Ja. Oh, Taxi, nein. Hey, Amigo. Auch Georgina lädt ein Bild aus dem Jet hoch. Was haben die da bitte für ein Schlafzimmer im Flugzeug? Matti will das erste Mal in seinem Leben jetzt in der Hand kurz ins Meerwasser strecken. Imagine, es kommt zum Hai, Digga. Hier gibt's keine Hai, Bro. Wir bleiben übrigens noch eine Nacht länger, Freunde. Wir müssen von dem Hotel umziehen, weil das ist irgendwie ausgebucht jetzt. Das ist aber Salzwasser, ne? Wow. Nein. Bist du komplett nass, oder was? Nein, auch deine Socken? Ja. Nein. Wir sind wieder bei den Sandburgen angekommen. 2023. Vamos! Heute übernachten wir hier in dem Gran Marina Hotel. Das ist direkt am Hafen. Einmal 2015 war ich hier schon mal und das letzte Mal gegen Chelsea 2018. Ist auch ziemlich cool. Weihnachtsbaum ist hier auch noch am Start. Und sogar zwei Nussknacker empfangen uns. Buenas tardes. Tengo una reserva en Anton Rinas. Ich finde, der Hotelflur, Bro, sieht hier voll aus wie so eine Zigarrenlounge oder so, gell? Ja. Hä, das ist ja voll riesig, Bruder. Das ist sweet, weißt du? Da geht's noch weiter. Hä, krass. Das ist dreimal billiger, Digga. Alter, wir haben sogar einen Balkon. Oh mein Gott, wie groß ist das? Hä? Also das andere Hotel war natürlich Maximum, aber das ist Preis-Leistung, Leute, viel besser. Ich will kurz gucken, wie viel die in der Minibar haben. Ah, ist auch hier alles voll. Haribus, gönn mir. Ich finde die Aussicht fast noch geiler, gell? Hier ist auch voll Action, man kann ja, hier so richtig schauen, was hier so abgeht. Das Zimmer, Leute, kostet zum Beispiel 120 Euro die Nacht. Wenn du hier mit drei Kollegen bist, jederzeit 40 Euro, bist in Barcelona, perfekte Location, also ist echt super. Hier geht's sogar noch weiter, ist noch ein Zustellbett. Ey, wir hätten locker noch Sit mitnehmen können. Hier noch ein Couchbereich, zweiter Fernseher, Essecke. Das ist ja riesig hier. Bang Olufsen, das ist doch bei BMWs BMW verbaut, oder? Aber nur bei 7er und so. Ey, ich hab schon gezeigt. Ich weiß, ich hab's gezeigt. Maximum, Bruder, ist die Aussicht. Bruder, Maximum. Maximum. Guck, hier fährt gerade die Gondel entlang. Das ist auch richtig nice, hab ich auch schon ein paar Mal gemacht. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Also mir taugt dieses Zimmer irgendwie viel mehr noch. Ich liebe Barcelona so sehr, Freunde. Wir haben hier sogar Badewanne plus Dusche. Und dann ja, kann man hier so zuschieben. Wir gehen jetzt in ein Restaurant, wo ich auch noch nie war. Ich habe mir das extra aufgespart, weil da gehen sehr, sehr viele Barca-Spieler hin. Das heißt Gaudi im Restaurant. Ich habe gehört, hier hängen sehr viele Trikots von denen. Auch der Präsident von Barca geht hier sehr oft hin. Alter, was haben die hier alles von Leo? Argentinien, PSG, das ist alles auch original, Freunde. Schaut mal, Parasemi, das ist wahrscheinlich der Chef vom Restaurant. Iniesta, Piqué, auch die New Generation ist am Start. Mané, Van Dijk sogar auch. Da oben die Handschuhe von Ter Stegen. Boah, Digga, es hört ja gar nicht mehr auf hier, Alter. Was ist denn das hier? Ich bin echt gespannt, wie das Essen auch schmeckt. Hier gibt es typisch spanische Küche, also sowas wie Paella, aber auch mediterranes Essen. Hier ist auch ein Trikot vom Copa del Rey Finale mit allen Unterschriften. Und es war der allerletzte Titel von Leo im Trikot von Barca. Warte mal, wo ist denn Leo seine? Ah, ich sehe sie. Genau in der Mitte. Zack. Tschüss, Matti, die haben einfach Kobe-Steak, gell?
ist natürlich schon teuer. Da, eigentlich lade ich ein, Mati. Komm, nein, nimm, wenn du willst. Komm, lass gönnen, Bro. Bro, ich schwör auf Gott, ich probiere von dir, aber ich bestelle mir das nicht. Nein, ich probiere ein Stück, aber hey, ich bestimmt drauf. Überleg dir, Messi hat hier schon öfters gegessen, Bruder, und deswegen ist er der Goat geworden. Weil er genau dieses Kobe-Steak bestellt hat. Ich probiere von dir. Die Wahrscheinlichkeit, Leute, dass auf einmal jetzt Robert Lewandowski und seine Frau reinsteppen, sich hier hinsetzt, ist echt sehr hoch. Das Fleisch ist angekommen, gleich folgt die wichtigste Geschmacksprobe meines Lebens. Es kam noch mit Pommes und noch mit Reis. 1:1, wie es auch die Fußballer hier bestellen. Es ist soweit. Komm, Bro, probier. Bro, es geht von alleine durch. Mir läuft selber, das darf schon im Mund zusammen. Merkst du Unterschied zwischen dem... So? Es ist viel weicher. Es ist schon viel leckerer. Aber es ist halt ein bisschen kalt. Kalt? Bisschen, ja. Wie, es ist kalt. Du musst noch eine essen, glaub mir. Ja. Noch ein, zwei, dann schmeckst du es richtig. Ich glaube, ich ein fettiges Stück Wurst. Ich sehe mich irgendwie bei Mc's, gell? So was isst man halt einmal, Freunde. Also es ist jetzt nicht über krass. Ich geb da, ich schwöre, ich gebe 7 Punkte. Endgültiges Feedback. Vielleicht bin ich ein Feinschmecker genug, aber... Ich sag eine 8, aber ich habe trotzdem Bauchschmerzen. Ich sag eigentlich Bauchschmerzen. Real Talk, Digga. Mir jedes Blockhaus-Steak oder so in München viel besser geschmeckt, Digga, als das. Ja gut, Leute, man hat jetzt einmal die Erfahrung gemacht. Einmal das ganze Leben, es reicht. Schön, Maxani Schoko. Lack, bring mir meinen Cheeseburger. Wir laufen jetzt Richtung Einkaufsstraße in Barcelona zur Paseo de Gracia, weil ich will Matti unbedingt die schöne Architektur noch zeigen. Die Lampen hier in Barca-Farben, Blaugrana. Hast du schon getroffen? Die gönnen sich jetzt hier auch lecker Abendessen. Zeig mal dein Handy-Hintergrund, bitte. Ja, du weißt, was gut ist, ne? So muss sein. Ich wollte heute ein Argentinien-Trikot kaufen im Adidas, du ausverkauft. Das ist weltweit weg. Es ist geisteskrank. Ja, muss ein bisschen warten. Hol dir das dann mit dem Stern und mit dem World Cup. Ich habe heute gefragt. Diese Seitenstraße hat auch anderen Schmuck. Barcelona. Das geht bis ganz, ganz nach hinten. Bei Las Ramblas haben die sich aber auch besonders viel Mühe gegeben. Maximum. Genau hier befanden sich die ganzen Frankfurter Leute, wenn ihr euch erinnert, als die gegen Barca gespielt haben. Das ist eins der berühmtesten Häuser hier in Barcelona. Der Architekt heißt sogar nach mir, Antoni. Hey. Ja, ja. Aber das sah früher nicht so aus. Die haben es jetzt, glaube ich, zu Neujahr so umdekoriert. Voll geil auch mit diesen kleinen Fackeln, gell? An der Hauswand entlang. Ein letztes Mal jetzt noch die Aussicht am Abend hier genießen, bevor wir dann morgen wieder nach Hause nach Deutschland fliegen. Heute so oft wieder das Wort nice, schön und Aussicht gesagt. Aber ist halt so. Nächster Tag, endlich vernünftig ausgeschlafen. Wir machen uns bald auch schon auf den Weg zum Flughafen, aber gehen jetzt davor noch etwas frühstücken. Originale Barca-Trikots natürlich hier auch am Stüssel. Sind Fische zu sehen, was? Ja, ja. Boah, Digga, die sind sogar ziemlich groß, gell? Man sieht jetzt genau unsere zwei Hotels, wo wir waren. Hier waren wir die ersten 3 Nächte und da jetzt noch gestern. Wir sind bei Subway gelandet mit Kobe-Fleisch, Kapi. Wie geil ist das denn? Hier sind solche Racing-Seats aufgebaut. Die bewegen sich sogar, während man fährt. Also echt ein krasser Simulator. Und mitten im Einkaufszentrum steht hier noch ein echter Rari. Matti! Probier mal! Es ist so warm jetzt wegen der Sonne, man kann einfach mit T-Shirt rumlaufen. Ich schwör, es ist viel zu heiß, ich schwitze schon. 10 von 10, Digga? Ja, safe. Echt jetzt? Safe. Jetzt gibt es endgültig kein Zurück mehr. Der Medizincheck ist auch bestanden. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr solche Vlogs auch öfter sehen wollt, weil es war ja jetzt kein klassischer Stadion-Vlog, aber trotzdem mit so ein bisschen Fußballbezug. Der allerletzte Stopp, bevor es aber dann wirklich nach Hause geht, bei der Sagrada Familia. Maximum, Bruder, Maximum. Der Windhund ist aber auch Maximum. Okay, ich hoffe. Pablo Escobar-Merch kann man hier auch kaufen und Soy Argentina. El Sentimiento. Wie, die verkaufen auch ein Real-Trikot. Was ist das denn für ein Bug? Wie geil ist das T-Shirt denn hier für kleine Kinder? Das ist dieses 433-Edit. Das haben die sich einfach gerippt, glaube ich. Von der anderen Seite sieht dieser gerade auch noch mal ganz anders aus. Das ist so spektakulär. Achtet mal da auf die Details. Das ist so unglaublich viel Arbeit. Und das Krasse ist, die sind immer noch dabei, die zu Ende zu bauen. Mati hat nicht so gute Laune, weil genau in diesem Moment wird Cristiano Ronaldo bei Al Nassr im Stadion vorgestellt. Kann er nicht noch so einen Rückzieher machen und sagen, nein, doch nicht? Bruder, der Medizincheck, alles ist durch. Vertrag unterschrieben, Bro, es gibt kein Zurück mehr. Ich bin wieder zu Hause angekommen. Die Tage in Barcelona waren richtig cool. Und heilige Makrele, schaut mal, was die Jungs mir geschickt haben. Ein riesen Vita-Weltpaket, jede Sorte, mit Autogrammkarte sogar. Ich küsse doch euer Herz, Jungs. Vorrat habe ich jetzt genug. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Lasst einen Daumen
nach oben da und bis zum nächsten Mal.